They were going live now. So lange und ich dachte erst, das sei auch einer dieser Whiskys, die man vielleicht besser unverdünnt trinkt. Doch es kommt mir vor, dass auch dieser hier mit einem Schluck Wasser einfach ein bisschen mehr so sein Aroma noch entfalten kann und indem eben nicht der Alkohol zu sehr den eigentlichen Geschmack übertüncht. Das ist eine besondere Zeit. Und es ist auch eine Zeit, in der wir alle vielleicht mehr, als wir es sonst immer getan haben, über eine Entschleunigung nachdenken. Und uns bewusst wird, dass Entschleunigung auch eine wirkliche Option ist. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass unser Arbeitsalltag uns weismachen will, dass eine Entschleunigung vielleicht nicht so möglich ist. Wie ist es bei dir? Das sind so meine Fragen jetzt gerade, aber ja, ich habe hier den Teeling mitgebracht. Das ist ein irischer Whisky, was unüblich ist. Wir hören Commander Keen. Ja. Irische Whiskys. Ich meine, das ist ein günstiger, das ist ein Blend. Also das ist jetzt kein Single Malt aus Schottland, sondern der ist aus... Na komm, ich mach mal hier.
Polka an. Es ist einer, der zusammengesetzt ist aus verschiedenen anderen, aber eine sehr interessante, sehr bissige, pfeffrige Note am Anfang trägt und dann kommt etwas Orange. An die Zitrusschale auf jeden Fall. Und es bleibt auch bis jetzt noch eine klare Rumfassnote zurück. Denn dieser Whisky ist auch, wie viele andere, im Rumfass nachgereift. Wir haben auch später noch andere Whiskys, die wir probieren werden, um kurz mal hier heute das Programm ein bisschen vorzustellen. Also wir werden ja zwei Bands heute Abend hören. Einmal Infant Finches und Poly Pixar. Und dazwischen habe ich heute die Ehre, hier ein bisschen zu euch zu sprechen. Ich werde zu Gast haben zwischen den beiden Bands den Dr. Weiß, der als Soziologe oder auch als, ja, weiß ich auch nicht, würde uns selber sagen, uns ein paar Fragen zum Thema soziale Arbeit beantworten wird. Und ich werde ein paar Dinge spielen von meinem Album, für was so Zeit ist. Denn man sollte nicht so viel planen, vielleicht. Man sollte vielleicht wirklich mehr danach gehen, was bietet sich an im jeweiligen Moment. Pausen. Wir hören hier übrigens eine Melodie, die der Andy gemacht hat, als Intro für die neue Mount Wobble Radiosendung, eine Sendung, die auf Cashmere Radio bald einmal im Monat, beziehungsweise alle vier Wochen, das ist nicht das Gleiche, ausgestrahlt wird, sogar im FM in Berlin. Da komme ich jetzt gerade drauf, weil ich das höre. Also es ist wirklich eine sehr besondere Sendung. Wir haben viele Rubriken in der Sendung auch. Wie geht's unseren Branchen? Ist zum Beispiel eine Rubrik, die ist gerade neu hinzugekommen. Es geht unseren Branchen soweit gut. Und ich habe in jeder Sendung einen Gast, der mir über seine Branche berichten wird. Bei der letzten Sendung jetzt, die schon im Kasten ist, wie man so schön sagt, der Ofenbaumeister Benny, der mir ein bisschen berichtet, wie es der Branche des Ofenbaumeisters geht. Und eins kann ich hier schon mal verraten, der Branche geht's gut. Also wirklich gut. Das war sehr schön schon mal. In der Sendung geht es auch ein bisschen und um MIDI sozusagen. Und das ist auch das, was ihr vielleicht hier schon erahnt und euch gefragt habt, was ist das, was wir da hören im Hintergrund die ganze Zeit, ne? Ja, das sind alte Computerspiele. Und da haben wir mal etwas reingeschaut und etwas reingehört, genauer. Ja, was bleibt mir dazu? Gold und Beton. Wir befinden uns hier im Gold und Beton. Und das Gold und Beton, wie viele ja wissen sollten, auch über mittlerweile die Grenzen Kölns hinaus, ist ein Veranstaltungsort, ein Ausstellungsort, ein Konzertraum, in dem seit mittlerweile fast 8 Jahren Dinge passieren, die hier nicht passieren würden, wenn die nicht hier passieren würden, kann man vielleicht so sagen. Mariam Erkus selber in Niederkassel aufgewachsen, zog 2004 nach dem Abitur nach Köln und fand sich dann erstmal in guter Gesellschaft auch mit Nicole, die gemeinsam die Baustelle Kalk gründeten und dann Gefallen an der Veranstaltungsbranche gefunden hatte, dann hier das Gold und Beton übernahm und dort eben diesen Ort geschaffen hat, der, glaube ich, mit dem Ebelplatz zusammen auch unausstehlich, hätte ich beinahe gesagt, nein, wie sagt man, unvermeidbar, nein, unmöglich, nicht existent, nein, unverknotet. Ja, unverknotet ist, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe. Existiert. Punkt. Auch der Abgang ist holzig. Aber klar, er ist nicht so komplex wie einer
der großen alten Distillen Schottlands, die mit älteren Abfüllungen auch überzeugen und mit Single Malts überzeugen, die im Eichenfass gereift sind. Das ist schon nochmal im Unterschied. Aber wem will ich hier eigentlich was erzählen? Das ist jetzt auch nicht so, als hätte ich irgendwie Ahnung davon. Nein, so ist das nicht. Das ist eher alles erdacht. Mayhem ist 1,59 Meter groß. Also 1,59 Zentimeter groß. Übrigens genauso groß wie die Sängerin der zweiten Band. So viel konnte ich bereits in Erfahrung bringen. Sie identifiziert sich als Mensch mit Pronomen. Das sind Dinge, die ich generell zusammentrage, wie sie fallen. Ja. Ah ja, wir hören Zeit 2. Ein zufällig generiertes Potpourri aus Klickern und Klackern. Denn wir sollten dann auch häufiger dem Zufall danken oder dem Schicksal, wie man es nennen will. Meine ich ganz ernst. An dieser Stelle auch Dank an Mayhem Erkus. Dank an Nicole fürs Filmen zum Beispiel, an die lieben Menschen, die den Ton hier machen. Vielen Dank an den Ebertplatz. Vielen Dank an die Stadt Köln für dafür, Köln irgendwie sozusagen bereitzustellen. Die Stadt Köln stellt Köln bereit für Köln. Kann man das so sagen? Das Land Nordrhein-Westfalen waltet über Bezirke, über Städte, über Institutionen und fügt sich ein in ein Deutschland, in dem wir leben. Und das sind alles Zusammenhänge, die wir nicht ignorieren können, im Großen und Ganzen. Ich möchte an dieser Stelle auch auf unseren Sponsor hinweisen, der freundlicherweise uns den Abend hier bereitgestellt hat. Mit den üblichen Sponsorings, die wir hier immer wieder, vor allem in Form von Frischkäse, gerne aufnehmen. Die Banane hat nichts damit zu tun, die ist nicht von Rewe, aber ja, an dieser Stelle auch nochmal danke. Ja, es sind Produkte, die sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Wie übrigens auch dieser Whisky. Und so haben wir jetzt exemplarisch einmal übrigens noch haltbare Produkte von Ja aufgetischt, kann man wirklich ohne zu lügen sagen. Ich komme nun zur ersten Band des Abends, Infant Finches. Ich bin so frei und ziehe mir meinen Zettel zu Rate, denn ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich konnte es nicht lassen, denn es gibt einfach zu viel Interessantes, auch zu viele, ja, schöne Dinge einfach, über die zu wissen. Cheers. Als erstes hätten wir Frederik Bruhn, der eine 1993er Stratocaster spielt. Made in Japan mit einem grünen, matten Finish. Mit 50s Pickups. Und ich sehe auch und ich höre natürlich auch, sie sind schon da gekommen. Da angekommen an ihren Instrumenten. Frederik spielt eine besondere Pickup-Konfiguration. Er studiert noch an der Musikhochschule Köln und spielt zusammen mit seinem Kollegen Jan, der mit ihm gemeinsam alle Namensideen für diese Band Infant Finches auf einen Zettel geschrieben hat. Und am Ende des Abends haben sie sich für einen entschieden und das war dann eben Infant Finches. Das ist mittlerweile 2 Jahre her. Philipp, 26, der zweite Teil des Duos,
der auch in Köln studiert hat, aber interessanterweise haben sich beide nicht in Köln kennengelernt, sondern in Kopenhagen. Aber wie das Schicksal so spielt, kam es dann zu einem erneuten Zusammentreffen hier in Köln und beide hatten tatsächlich anfangs vor, eine Shoegaze-Band zu gründen. Aber ihnen war gar nicht richtig klar, wie mir übrigens auch nicht, was ist eigentlich Shoegaze? Und das ist ja jetzt auch egal, denn vielleicht glücklicherweise ist dieses Thema Shoegaze dann auch durch. Und ja, also zu Jan Philipp ist noch zu sagen, dass er gerne am Coated Front spielt mit einem Diplomat-Resonanzfell auf der Snare. Generell nur Remo-Fälle. Und ein Powerstroke 3 von Remo auf der Bassdrum mit einem Ambassador-Coated Resonanzfell, wie man vielleicht in den Bildern noch sehen wird. Ja, sie haben einen gemeinsamen Proberaum, wo sie ihre Arbeit als Musiker nachgehen und gemeinsam für mich jedenfalls ihresgleichen sucht. Und ich bin sehr froh, heute ankündigen zu können. Eine Band mit dem Namen Infant Finch. All my sight calls you. Paradise calls. Let me know.
have to attribute it, and like it's not. So you can listen to this loop that I made. Thank you.
Thank you all so much. We are here today to because 2 weeks ago, 2 weeks ago exactly, we're visiting here, Paulina Aufstellung, and she said that she would play, and then we asked, can we also play? And she said, okay. And but it's also because we want to play, but it's also because we really like Paulina and her new record, which is the best record. I can only speak for myself. I've heard since Lonerism. Thank you.
the end of the time of tomorrow. So we end es jetzt vielleicht schon behoben wird, finde ich. Und ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal planmäßig wie außerplanmächtig, eigenmächtig auch betonen, wie wichtig es ist, dass wir auch hier den anständigen Abstand halten von 1,50 Meter. Das bedeutet, wenn ich jetzt zur Kamera von, zu dieser Kamera zum Beispiel 75 cm Abstand habe, dann solltet ihr von eurem Bildschirm auch 75 cm entfernt sitzen, damit wir gemeinsam einen Abstand einhalten von 1,50 Meter. Die Mathematik lässt sich leicht nachvollziehen. Es ist heute noch hier die wunderbare Situation, dass ich den Sozialwissenschaftler, den Geisteswissenschaftler, Erziehungs- wie Sozialwissenschaftler. Doktor, sage ich einfach mal, Dr. Ulrich Weiß. Hier habe der jetzt auch ein Mikrofon kriegt. Darf ich dir etwas zu trinken anbieten auch? Ich hätte für dich im Angebot entweder einen Teeling, das ist der irische Whisky, den wir auch schon am Anfang hier kurz besprochen haben. Oder? Also das kann ich mal empfehlen, den zu probieren. Und ansonsten hätte ich noch einen Talisker, auch ein klassischer, eher der rauchigen schottischen Whiskys. Ich nehme den irischen. Den irischen. Kann ich auch empfehlen, das tatsächlich einmal auszuprobieren. Uli, darf ich Uli sagen? Aber gern. Du bist ja Studiengangsleiter an der Kolping Hochschule in Köln. Genau. Ein Studium, das gerade erst im Entstehen begriffen ist, eine Uni, die gerade erst entsteht. Genau, eine Hochschule, genau. Und da kannst du jetzt richtig kreativ. Ein Privileg, das macht sehr viel Spaß. Vor allem, weil wir ja sowohl, also mein Studiengang für soziale Arbeit wird da sowohl in sozusagen Vollzeitpräsenz angeboten, als auch dann digital, online. Und daraus ergeben sich natürlich total neue Möglichkeiten. Sind jetzt schon irgendwie, ich war ja vorher an einer anderen Hochschule. Yeah. Und kann ich ein bisschen mehr? Und da haben wir jetzt auch schon eine Woche, ein Jahr lang ungefähr ja digitale Lehre gemacht. Und das ist schon, hätte ich vorher nicht gedacht, was das für Möglichkeiten sind, wie man da neue Sachen auch ausprobieren kann. Glaubst du denn, es wäre anders geworden, wenn die Lehre nicht digital dort für dich auch begonnen hätte, auch in den letzten ein, zwei Jahren? Oder würdest du dann jetzt diesen Studiengang
Das war ja jetzt schon so eine Schocktherapie für alle, ne? Die so mit Lehre zu tun haben, sich zu überlegen, wie können wir in so einer Online-Situation dann auch irgendwie lebendige Interaktionen gestalten und sowas. Das ist schon, bin ich schon froh, dass ich das jetzt nicht sozusagen aus dem Bauch holen muss. Alles ist gerade, aber Krisensituationen haben ja auch immer viel Spielraum, ne? Da, wo man Dinge ausprobieren kann, wo einem auch mehr verziehen wird. Und das ist schon ganz cool. Wir hatten ja neulich schon darüber geredet, dass Liebe eine besondere Rolle auch spielt. Da war ich sehr verwundert erstmal. Da dachte ich, was hat denn Liebe zu tun mit deiner Welt, in der du dich da bewegst? Und dann hast du dazu ein kleines Paper verpasst. Was ist eigentlich da in der grünen Flasche? Ah ja, das ist ein Schluck Wasser. Willst du ein bisschen Wasser drin haben? Genau, das hatte ich. Bleib sitzen. Aber genau dieses Paper, ehe dass ich es jetzt finde, kannst du ja viel besser sagen, wie das heißt und was du heute eigentlich versucht hast. Naja, ich habe mir einfach so ein bisschen überlegt, warum ich habe mir halt überlegt, warum studieren überhaupt Leute soziale Arbeit, und da versucht ein Beispiel zu finden für dieses Problem, dass es ganz viele Dinge gibt, die uns selbstverständlich erscheinen, die aber eben nicht selbstverständlich sind für alle Menschen. Dazu gehört zum Beispiel die Liebe. Und das ist tatsächlich erstmal ungewöhnlich, dass man das Liebe nennt. Das ist aber eigentlich auch mehr so ein Platzhalterbegriff an der Stelle. Ich glaube, in der Erziehung, also gerade in der Psychologie, aber auch in der Erziehungswissenschaft, sprechen wir halt eher von Bindung zum Beispiel. Und damit ist ja gemeint, dass wir alle ja eigentlich damit aufgewachsen sind, also wir alle hoffentlich damit groß geworden sind, dass wir gehalten werden von Anfang an. Also wir kommen aus dem Mutterleib und sind völlig haltlos. Wir wissen noch nicht mal, dass es uns gibt, sondern wir erleben erstmal nur einen riesigen Schock. Und dann braucht es andere Menschen, die uns halten, die uns das Gefühl geben, dass sie sensibel sind für unsere Bedürfnisse, dass sie sensibel sind dafür, dass wir uns entwickeln, dass wir jeden Tag neue Dinge können. Und wann wir neugierig sind und empfangsbereit sind für neue Einflüsse, wann wir einfach Schutz brauchen, wann wir gehalten werden müssen. Und das sind ja so ganz, also forschende, das ist ja so eine forschende Beziehung zwischen Neugeborenen und Eltern, ne, wo die Babys schreien, die Eltern wissen erstmal gar nicht, was sollen wir überhaupt tun. Und das sozusagen, dieses angeborene Verhalten, das nennt man halt Bindungsverhalten, ne? Und landläufig spricht man halt von der Liebe, zum Beispiel Axel Honneth in seiner Anerkennungstheorie macht ja auch drei Arten von Anerkennungsbeziehungen, und eine davon nennt er halt Liebe. Ja, so, das hat, unterscheidet sich aber schon sehr von so der romantischen Liebe in Filmen oder sowas. Ne? Und dass das eben, weil das halt nicht selbstverständlich ist, weil halt viele Menschen, also die Liebe gerät halt unter Druck, und das ist ja auch so ein, zum Beispiel in der kritischen Theorie so ein Thema. Wie geraten unsere tiefsten Bedürfnisse in der kapitalistischen Gesellschaft unter Druck? Und das ist halt Verschiedenes. Das kann Krankheit sein bei den Eltern, das können eigene brüchige Bindungserfahrungen bei den Eltern sein, das kann ausbeuterische Arbeitsbeziehungen sein, weil sie abgelenkt sind aus irgendeinem Grund, irgendwie dieses Bindungsverhalten nicht beantworten können des Kindes. Und das ist schon eine sehr spannende Frage, weil dann kommt die soziale Arbeit ins Spiel und hat natürlich damit zu tun, also ganz viele Klienten, Adressatinnen in der sozialen Arbeit haben eben diese ungünstigen, negativen Bindungserfahrungen gemacht, und dann haben wir in der sozialen Arbeit das Problem, dass wir das kompensieren wollen, aber wir können es ja nicht mit den Mitteln der Liebe, weil diese Liebe, von der ich gesprochen habe, dieses Bindungsverhalten, das können in erster Linie ganz enge Verwandten, Eltern, das können natürlich auch, ne, Großeltern sein, das können auch Pflegeeltern sein. Und, ne, so. Aber es können eben nicht professionelle Beziehungen leisten. Und das ist ein echtes Problem. Und da muss die soziale Arbeit dann sehr kreativ sein, wie man trotzdem Menschen zu einem emanzipierten Teilnehmen an der Gesellschaft dann verhilft. Ne? Wie nennt man denn jetzt so einen Gedanken im Zusammenhang zu deinem zu deiner Arbeit? Einer von vielen so Gedanken. Ja, das ist
das ist halt das Abgefahrene, finde ich. Und deswegen finde ich auch, finde ich diese Disziplin auch so reizvoll, weil das wirklich so ein basaler Gedanke ist. Das ist, findet tatsächlich in Grundlagenveranstaltungen statt und das lernen auch quasi alle. Ja? Und halt so, was mir so auffällt, wenn ich darüber rede, dieses Thema, denen total wichtig, das ist denen total zugänglich, da kommt man sehr gut drüber ins Gespräch, weil es eben so ein ganz basales Thema ist, was alle Menschen betrifft, ja, und wo auch allen nachvollziehbar ist, warum das für eine Gesellschaft so wichtig ist, dass wir dieses Bindungsverhalten schützen und dass wir Strukturen schaffen, also dass wir zum Beispiel, das ist ein Grund, warum wir über autorische Arbeit sprechen müssen, weil dadurch, wenn Menschen 5 Mac-Jobs parallel machen müssen, dann gerät halt die Liebe, die Bindung, die Sicherheit, die Stabilität, die Entwicklung unter Druck. Leute wie wir, die aufgewachsen sind mit Eltern, die einfach total mussten, dann auch machen konnten, die ja nie ganz autonom ist, sondern eben immer in Zusammenhang mit anderen Menschen steht. Sozusagen, dadurch, dass wir wissen, wie wichtig das ist, ist es eben auch wichtig zu verstehen, dass es eben, ja, dass es auch ein Privileg ist, dass es auch ein Luxus ist vielleicht sogar und dass wir das aber schützen müssen und dass wir das eigentlich einer der zentralen Aspekte ist, wenn man über soziale Ungleichheit spricht, was das quasi mit den Entwicklungspotenzialen der nachwachsenden Generationen macht. Wo zum Beispiel meine Studierenden ganz selten mit mir drüber reden, sind so diese Themen, die in Social Media so ganz stark gemacht werden, so Identitätsthemen, also Gender-Themen und so weiter. Das finde ich irgendwie immer ganz, ganz interessant, diese Diskussion, dass die schon wissen, okay, in der Arbeit, die wir machen, da ist es relativ unerheblich, an welcher Stelle ein Sternchen gesetzt wird oder so. Nicht, weil ich das unwichtig finde, weil es eine ganz andere Art von Problematik ist. Ja? Also sozusagen auf der einen Seite diese ganz basale, auch philosophische Beschreibung, was macht uns als Menschen überhaupt aus mit unseren tiefsten Bedürfnissen und auf der anderen dann Fragen wie nach Individualität, die eher mehr individualistisch sind, also Identität, die eher individualistisch ist. Hast du denn eigentlich schon den Whisky probiert? Oder ist das jetzt der erste? Immer wieder, dass dieser eine kleine Schluck Wasser macht. Hast du den sehr vorher auch schon probiert? Ja? Sehr scharf ohne, mit dem Schluck Wasser, sehr lecker. Und was denkst du sonst zu diesem Whisky jetzt? Ich finde das, erstens finde ich das Glas super, ich bin ganz, ich nehme irgendein Wasserglas, wenn ich Whisky trinke. Aber okay. Ich übrigens auch. Ihr habt doch schon irgendwie einiges am Start hier, finde ich. Wie? Schmeckt gut. Ist das so, oder ist der dir zu, der ist nämlich in Rumpffässern gereift? Das gerne. Also, genau, nebenbei sehe ich auch schon, wie für ein bisschen für Polypixar umgebaut wird und aufgebaut wird, abgebaut wird und verbaut wird. Die Situation hier zurecht schnabuliert in dem Raum sozusagen. Zeitlich auch, aber räumlich vor allem. Was mich dann aber auch interessiert ist, du bist ja also jemand, der jetzt auch lange in diesem Bereich so drin steckt, wissenschaftlich und auch eine Doktorarbeit dazu schreibt, geschrieben hat. Ein Glück. War eigentlich. Was? Aber das ist jetzt der Traum, auf den man aufgeklappt hat. Okay. Du musst doch noch fertig schreiben. Nee, genau, du wachst auf jetzt. Bitte? Nee, du wachst auf. Ich wach auf, ein Glück. Nee, was ich mich dann frage, ist das eigentlich schwierig, sich auf nur so einen Bereich zu beschränken, jahrelang so tief in so eine Sache reingehst, dass du dann denkst, es gibt so viele andere Felder, die ähnliche Auswirkungen haben und relevant sind auch für dieses. Für den Zustand der Menschen, ob die jetzt quasi das brauchen, soziale Arbeit in Anspruch zu nehmen oder nicht, quasi den Wohlbefinden der Menschen im Allgemeinen, sieht man am Wegesrand viele andere Dinge, die damit reinspielen. Ja. Ah, da ist der Kapitalismus, ich könnte Volkswirtschaft studieren. Ah, da ist die Psychologie, ich könnte Psychologie studieren, also die Psyche, ich könnte Psychologie studieren und so weiter. Ja. Und du bleibst aber die ganze Zeit bei dieser einen Sache. Das ist krass, dass du das ansprichst. Weil ich auf der Hinfahrt hier gerade noch drüber nachgedacht, weil Risto ja auch an dem Thema dran ist und bald fertig wird und so. Und da gibt es zig Antworten drauf. Was das Ganze halt super geil macht, ist, gerade weil man sich so total eingräbt in ein Thema, entwickelt man wirklich auch, ich meine,
das Wort überhaupt kein besseres Wort ein, aber man entwickelt wirklich so eine Demut, was man alles über Dinge wissen kann. Also und dadurch, also ich bin jemand, ich sage ja eher auch mal einen unüberlegten Satz zu viel, früher viel mehr sagen, okay, so einfach sind die Dinge nicht, ich halte eher auch mal die Schnauze. Das finde ich erstmal ganz geil daran und dann eben auch darauf zu vertrauen, eben weil ich mich so tief eingegraben habe und vor dem Hintergrund schon für diesen mini kleinen Bereich, mit dem ich für den ich mich einigermaßen versiere. Und deswegen weiß ich aber auch, dass die anderen Leute, die so einen Prozess hinter sich gebracht haben, total sprachfähig sind. Und das ist irgendwie ganz geil, dass wir so darauf vertrauen können. Halt. Dass es eben Leute gibt, die sich total intensiv mit einem... Also deswegen, mir fällt es eher leichter, jetzt mal loszulassen und zu sagen so, ey, super wichtiges Thema. Ich total an, ich verstehe da gar nichts von. Ein Glück gibt es Menschen, die sich eingraben und total... Das, so ist das ja. Ich gebe dir jetzt endlich Gelegenheit, mal einen Schluck zu trinken, denn gleich wird Pulli Pixar hier spielen. Pulli Pixar, das ist eine Frau, die bei 40 Grad minus geboren ist. So sagt sie. Und du hast auch schon gehört, das Album. Wir waren beide sehr begeistert, als wir das gehört haben. Ganz toll. Ich finde ein bisschen wie diese, ist das bei der Muppet Show, die beiden Herren, die da oben sitzen und immer sagen, wonderful, wonderful oder sowas. Ja. Wie bitte? Waldorf und Stedtlef? Stedtlef, okay, hab keine Ahnung. Walter und Detlef. Also Pulli Pixar, Polina spielt Gitarre ursprünglich. Und wenn sie komponiert, dann aber meistens auch erst. Dieser Abend hier ist ja quasi auch ein Stück weit ihr Abend, weil sie eine Ausstellung hier auch im Gold und Beton hat mit den Bildern, die man hier sehen kann an den Wänden, die ihr wahrscheinlich jetzt in den Videos alle nicht so gut sehen könnt, aber es sind ihre Bilder. Und sie sagt auch, dass sie sich häufig beim Musikmachen inspirieren lässt von Bildern, die sie selber malt und dadurch erst auf Songideen kommt. Und so sind auch manche dieser Bilder schon Gegenstand des nächsten Albums, Teile des nächsten Albums. So sehen zum Beispiel, kriege ich gerade gereicht hier, Notizen, die sie macht, wie sie malt, wie sie Dinge zusammenfasst, erst visuell und dann in eine Form überführt, möchte ich fast sagen. Sie ist 1,59 Meter groß, genauso groß wie Marianne. 2011 ist sie nach Köln gekommen. Ich durfte ja auch schon ein wenig zusammenarbeiten mit ihr und konnte ein bisschen weiter in die Lieder eintauchen und stellen, dass die Lieder, die eher über Jugend handeln oder von der Jugend, von der Kindheit oder von Heimatgefühlen, das sind dann auch eher die Lieder auf Russisch, weil es wahrscheinlich eine prägende Sprache war, würde ich mal so einschätzen. Sie hat 29 Vorbilder. Kalte Schulter ist ein anderes Pseudonym eines Produzenten, der sie auch vertritt. Jüngst ein Release auf Baumusik herausgekommen. Baumusik, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Ein Kölner Label, genau wie andere Labels, die nicht Kölner Labels sind, nicht zur Sprache kommen, weil sie eben nicht Baumusik oder das Kölner Label Baumusik sind. So ist zum Beispiel die Logik. Wir sehen Ausschnitte aus ihrem Lyrikheft, hat sie es eben genannt. Ich traue mich gar nicht, ehrlich gesagt, da so durchzublättern, weil das sowas Persönliches hat. Aber es kommt aus der Malerei. Sie selber studierte auch noch an der Kunsthochschule von... Oder ist sie schon fertig? Das weiß ich gar nicht genau. Als zweites im Bunde Teil des Duos des heutigen Abends Jakob Lebsanft, Schlagzeuger, 28 Jahre alt. Größe habe ich nicht aufgeschrieben, leider. Kommt aus Bochum, dem viertgrößten Ballungsraum der Welt, das Ruhrgebiet. 2011 hat es ihn nach Köln verschlagen. Seit er 11 ist, sind Drums sein Steckenpferd. Von Black Metal bis Jazz, wie er selber sagt, ich für so ziemlich jede Musikrichtung, wenn auch natürlich zu spekulieren bleibt, welche Musikrichtung sich denn zwischen Black Metal und Jazz befindet. Er macht mehr Studioarbeit mittlerweile als Musikerarbeit, aber das Musizieren kommt nicht zu kurz. Unter dem Pseudonym Buddy mit 2D zu finden, produziert er selber auch Hip-Hop-Beats. Nein, also unter dem Projekt Buddy, das ist das Pop-Projekt. Also
Beats by Buddy, das ist das Hip-Hop-Projekt. Also Buddy auszuchecken. Jakob ist sanft. Er kann sehr schnell kochen, wie er selber sagt. Und Coles 4080 ist sein Lieblingsmikrofon. Viel Spaß mit Polypixar. Ja, vielen Dank, Ulrich Weiß. Vielen Dank. Bald. Thank you.
preach a few dirty lies and ugly truths. Waste my day and think of you. Reflection is so hard to reach. Gentle Pharaoh. Gentle Pharaoh, party bitch. Thank you.
nächste Song ist für alle Leute, die mich vernachlässigt haben in den letzten Monaten und Jahren. Scheiße, mein Wecker. Soll ich kurz ausmachen? Ja, ich denke schon. Ja, machen weiter. Don't forget me, I will find you. I drive to get
Ja. Wir hören noch den Applaus von draußen. Ich glaube, ich bleibe heute beim Teeling und gehe gar nicht über zum Talisca. Ja, das war Pulli Pixar. Ich finde... Wasser dazu. Und dann, liebe, heißt es auch für uns erst einmal für den Moment den Abend zu beenden, aber vorher möchte ich euch noch mitnehmen auf eine kleine Traumreise. Denn auch ein solcher Abend wie heute sollte trotz dieser aufwühlenden Vielfalt von Musik auch und Themen, die wir hier heute besprochen haben, ein ruhigeres und inneres Ende nehmen, möchte ich mal sagen. Denn ich stehe dazu, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir uns nicht nur äußerlich in der Welt dieser Tage entschleunigen sollten, sondern auch in uns drin. Ich stelle mir vor, wie ihr im besten Fall irgendwo sitzt. Befindet ihr euch am Sofa? Vielleicht sitzt ihr auch am Küchentisch, aber ihr habt einen Stuhl mit angenehmer Lehne und könnt euch zurücklehnen. Vielleicht liegt ihr auch im Bett. Das hoffe ich jedenfalls.
dass ihr an einem Ort seid, wo ihr euch gerade entspannt. Wir schließen unsere Augen. Wir atmen durch die Nase ein und lassen die Luft raus. Wir atmen, wir spüren unseren Atem, wir spüren, wie der Atem in unseren Körper eindringt und in den Rest des Körpers. Also, ihr kennt das, halt atmen. Wir lassen unseren Gedanken freien Lauf. Springen zu einer Stelle mit mir. Ich lade euch ein, mit mir zu einem Ort zu springen. In die Küche. Einen Ort, den ihr gut kennt. Eure Küche. Oder die Küche eines Freundes oder eurer Familie. Bei der ihr euch zu Hause und geborgen fühlt. Ihr steht an der Küchenzeile. Und seht vor euch das Kochfeld, an die Spüle. Verschiedene Gewürze und Tees. Die ganzen verschiedenen Sorten, die euch schon so bereichert haben im Kochen, sowie im Tee kochen. Ihr seht ein Schrank, in dem ihr das Besteck auf das ruhig unklappernd da liegt. Ihr seht vielleicht auch andere Dinge, die nicht in die Küche gehören, doch auch sie gehören dahin. Jetzt gerade spreche ich und jetzt denke ich und jetzt spreche ich wieder. Es sind zwei getrennte Dinge. Lasst es, dass es nicht gemeinsam gleichzeitig passiert. Nein, lasst die Dinge auflösen ineinander. Ihr schließt mit mir den Whisky. Und ihr steht am Küchenregal. Ihr seht den Toaster, der euch schon so häufig Toast getoastet hat. Euch fällt auf, dass neben dem Toaster eine kleine Krümelspur zu sehen ist. Ihr spürt die Ruhe und die Zeit, die euch den Gedanken erlaubt, zu denken mache das sauber. Ich reinige die Krümel. Ich reinige den Toaster. Ich nehme den Toaster aus dem Regal heraus. Vorsichtig, damit nicht noch mehr Krümel aus dem Toaster herausfallen, denn ihr wollt den Toaster mit mir gemeinsam zu einem Mülleimer tragen und dort ausleeren. Euch fällt ein, dass ihr die Mülltüte, die große, bereits aus dem Mülleimer herausgenommen habt und zur Tür befördert habt. Euch fällt auf, dass es viel leichter ist, diesen Toaster in einer bereits an der Tür stehenden, freien Plastiktüte auszuleeren, als über einem Mülleimer. Es wird zu viel daneben gehen.
Also tragt ihr den Toaster Richtung Wohnungseingangstür. Ihr seid entspannt und atmet ein und aus. Diesen Titel kann ich empfehlen. Auf dem Weg zur Tür seht ihr, wie es aus dem Toaster seitlich herauskrümelt. Denn aus eurer Entspanntheit heraus habt ihr den Toaster nicht gerade gehalten. Aber es macht nichts. Die Krümel bedecken den Teppich, über den ihr gerade gelaufen seid. Ihr seht eine Krümelspur, die sich über den dickknolligen, wolligen, grob gewebten, ungleichmäßigen, dickfaserigen, schludrigen Teppich zieht. Es macht euch nichts aus. Ihr kniet nieder, stellt den Toaster zur Seite und senkt euren Kopf hinab, bis ihr mit eurem Gesicht fast den Teppich berührt. Ihr könnt den Teppich förmlich riechen. Ihr seht eine Krümelspur und ihr stellt fest, wie eure Augen so nah am Teppich und ein Licht wie eine Schärfe und eine Unschärfe verteilt über den Teppich. Und ihr seht Krümel, doch ihr seht nicht nur die Brotkrümel, die aus dem Toaster gefallen sind, nein, ihr seht nun alle möglichen anderen kleinen Flusen und Dreck und kleine schwarze Erdkrusten, kleine Reste, Fingernägel, die sich verfangen haben in bestimmt einem Jahr innerhalb dieses Teppichs. Und ihr kennt diesen Teppich und ihr wisst, wie zu saugen ist, weil selbst wenn man richtig drüber saugt, das Endteil vom Staubsauger abmacht, nur mit dem Rand und ihr punktuell an einer Stelle saugt, ihr wisst, dass trotzdem nicht die letzten rauskommen, sondern immer noch etwas drin bleibt. Das heißt, alles, was ihr daran seht, ist in Jahren schon darin gewachsen und ihr habt keinen Teppichklopfer. Und in eurem Garten oder in eurem Hof, den ihr mittlerweile auch nicht mehr habt, gibt es auch keine Stange mehr, über die man einen Teppich hängt, um ihn auszuklopfen. All das gibt es nicht mehr. Auch nur noch aus Erzählungen von euren Großeltern. Es ist regelrecht ekelhaft, wie viel in diesem Teppich drin ist. Es ist fürchterlich. Ihr ertragt es nicht. Ihr müsst aufstehen und nie wieder daran denken und hofft, es vergessen zu können, was ihr da gesehen habt in diesem fürchterlichen, grausamen Teppich, der nur als Teppich funktioniert, wenn ihr eure Körpergröße entfernt seid davon. Sobald ihr aber hinabschaut, ist es einfach nur ekelhaft. Ihr atmet mit mir durch und zählt innerlich nochmal bis. Bis auch diese Traumreise vorbei ist.